Raus aus dem Studio, hinein in Anzug und Abendkleid. Viele Gesichter, die uns in Filmen, Serien, News und Shows tagtäglich über den TV-Bildschirm begleiten, sind heute im Münchner Prinzregententheater zu sehen und feiern die 27. Preisverleihung des Bayerischen Fernsehpreises. Durch die rasante technische Entwicklung verändert sich die Medienlandschaft stetig. Gutes Fernsehen zu fördern, bleibt dabei für Medienministerin Ilse Aigner ein wichtiges Ziel. Die Fernsehförderung ist für uns ein zentrales Thema und trotz Digitalisierung ist einfach Fernsehen das Medium, wo Millionen Menschen nach wie vor begeistert sind und deshalb ist Qualität im Fernsehen natürlich auch so wichtig und tolle Beiträge, tolle Filme, die wir sie heute auch sehen konnten. Dazu gehört auch, herausragende Leistungen gebührend zu würdigen. Die Bedeutung dieses Preises ist einfach, dass wir sehr wohl natürlich die Personen, die vor der Kamera stehen, ehren mit besonderen Leistungen, aber auch sehen auf die Personen, die hinter der Kamera stehen, die Regisseure, die Kameraleute, die Drehbuchautoren und die Produzenten. Und das ist auch sehr wichtig, sonst würden keine so tollen Produktionen und Fernsehfilme stattfinden. Einer der glücklichen Preisträger ist der Fernsehjournalist Jörg Ambruster, der den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten für sein Lebenswerk erhält. Er bedeutet mir jetzt noch viel mehr als zu dem Zeitpunkt, als ich von dem Preis zum ersten Mal gehört habe, also vor ein paar Wochen, als man mir sagte, dass ich ihn bekomme. Denn was heute Abend passiert ist, ist schon einzigartig und ist, glaube ich, auch so für die Menschen im Nahen Osten ganz wichtig. Nicht nur, dass ich als deren Berichterstatter den Preis bekomme, sondern auch, dass Sie wieder stärker in den Fokus der Berichterstattung geraten, ich hoffe es zumindest, und nicht nur über Islamischer Staat berichtet wird, sondern auch über menschlichen Alltag in den Ländern in Zukunft mehr berichtet wird. Das will ich zumindest hoffen. Der Blaue Panther freut nicht nur den Ehrenpreisträger. Das bedeutet mir sehr viel, weil die Rolle sehr anstrengend war, sehr viel Kraft gekostet hat, sehr viel Energie gekostet hat. Aber ich immer wusste, wofür ich das mache und das Thema war mir von Anfang an sehr wichtig und ich bin froh, dass es so eine Aufmerksamkeit gekriegt hat. Also ich habe so eine Resonanz nach einem Film noch nie erlebt. Wir sind nicht in Rust gezogen und haben dieses Thema behandelt, um einen Preis zu bekommen. Aber dann manches Mal, wenn wir abends da saßen und diese unglaublichen Bilder von Thorsten Thielow gesehen haben, der das gedreht hat, dann haben wir gesagt, weißt du was, vielleicht nicht für den Film, aber für diese Bilder wollen wir einen Preis haben. Und der Preis gehört auch ihm.